Laut Fahrplan der britischen Regierung sollten von heute an fast alle Corona-bedingten Einschränkungen aufgehoben werden. Bis vor kurzem noch ging die Zahl der Covid-Erkrankungen stark zurück. Der Großteil der Briten hatte mindestens eine Impfdosis erhalten. Das Leben in den Restaurants und Pubs pulsierte wieder. Doch dann kam Delta, eine Corona-Variante, die offenbar deutlich ansteckender ist als seine Vorgänger. Seit einigen Wochen gehen die Infektionszahlen wieder nach oben, ebenso die Krankenhauseinlieferungen. Ist das ein schlechtes Omen auch für Deutschland? Und was tun Sie dagegen auf der Insel? Das Leben ist längst wieder unbeschwert, könnte man meinen. In Kingston, einem Vorort Londons an der Themse, sind die Restaurants schon vormittags gut gefüllt zum Frühstück. Seit ein paar Tagen aber ist Christian im Ort unterwegs. Sie ist von der Gemeinde. Möglichst jeder soll eine Schnelltestpackung nehmen und sich mehrfach die Woche auf Corona testen. Wir haben wieder sehr hohe Corona-Zahlen, mit die höchsten in London. Die meisten nehmen die Tests, sie wollen sich ja auch sicher fühlen. Seit einem Monat steigen die Corona-Fälle, wie generell in England. Hier in Kingston haben sie sich vervierfacht. Und die Frage ist, was lässt sich dagegen tun? Eigentlich war der Plan, dass Sandra Newell nun im Restaurant alle Corona-Maßnahmen über Bord werfen darf. Das aber hat die Regierung wieder gestoppt. Wir können im Restaurant nur 30% unserer Tische vergeben wegen der Abstandsregeln. Zum Glück ist gerade das Wetter gut, aber das kann sich ja ändern. Wir sehnen uns danach, dass die Beschränkungen aufgehoben werden. Wie überall in Großbritannien ist es auch in Kingston die Delta-Variante, die jetzt weitere Lockerungen verhindert. So ärgerlich es ist, aber wir müssen die Dinge jetzt langsamer angehen. Es ist aber unvermeidbar, so wie die Fälle nach oben gehen. Ich hoffe aber, dass es in 2-3 Wochen im Griff ist. Das scheint etwas zu optimistisch. Denn in manchen Orten müssen auch wieder mehr Erkrankte ins Krankenhaus. Die Delta-Variante ist viel ansteckender als ihre Vorgänger. Aber warum eigentlich? Wenn ich infiziert bin, reichen weniger Viren aus, um sie an andere weiterzugeben. Vielleicht habe ich gar nicht viele im Körper, aber wenn ich ausatme, wandern sie trotzdem auf andere im gleichen Raum über. Außerdem hat das Virus Spitzen, mit denen es sich im Körper besser festkrallen kann und so einfacher infiziert. In Kingston braucht Guy Beach eine Erfrischung. Eine Limonade soll es sein, obwohl er eigentlich gar nicht richtig schmecken kann. Er hat gerade eine Covid-19-Erkrankung hinter sich, die ganz anders anfing als gedacht. Ich dachte, ich habe eine Erkältung. Der Hals tat weh, die Nase war zu, Kopfweh und Schlappheit. Guy hatte damals beide Impfungen, die zweite zwar erst am Tag davor, aber auch die erste hat ihn nicht geschützt. Es fing dann an, dass ich auch nicht mehr riechen und schmecken konnte. Und ich dachte, okay, es ist vielleicht doch nicht nur eine Erkältung. Ich habe dann einen Test gemacht und der war positiv. Das Schlimme an Delta ist, dass die Leute denken, es ist nur eine Erkältung. Guy weiß, dass es bei ihm die Delta-Variante war, denn in Kingston wird jeder Test vom Gesundheitsamt in Labore geschickt, um das herauszufinden. Welche Variante, welchen Schutz Erkrankte hatten, als sie sich mit Corona angesteckt haben. In England sequenzieren sie nach Angaben der Regierung mittlerweile 60% aller Proben. 5-mal so viel wie zum Beispiel in Deutschland. Es soll sich jetzt jeder testen lassen in Kingston. Auch diejenigen, die keine Symptome haben. Dafür hat die Gemeinde extra ein Testzentrum eröffnet. Ich will ja niemanden anstecken und es sind ja auch nur 5 Minuten. Ilona Liddington hat alle in Kingston aufgerufen zu kommen.
Sie möchte ein möglichst umfangreiches Bild. Bisher hatten fast alle Erkrankten die Delta-Variante. Wir haben vor allem bei jungen Menschen den rapiden Anstieg an Erkrankungen. Schulkinder und die zwischen 19 und 24. Das sind die, die noch keine Impfung haben und sich viel mischen. Es sind aber auch diejenigen, die nur eine Impfung haben. Das ist nicht nur in Kingston so, sondern laut Studien überall in Großbritannien. Man hat zwar einen gewissen Schutz mit einer Impfung, der ist aber geringer als bei den Varianten zuvor. Zwei Impfdosen allerdings bieten einen sehr guten Schutz gegen Delta. Es kann also etwas getan werden. In Kingston sollen alle über 18 jetzt noch schneller geimpft werden, wie auch sonst in Großbritannien. Damit das Leben tatsächlich unbeschwerter wird.